Diablo 4 hat eine richtig schöne Welt und Story geschaffen, aber um die voll zu genießen, muss ich das Spiel wie ein Trottel spielen. Denn die Story ist mit Abstand am besten, wenn man dabei so viel von der Open World und den Sidequests mitnimmt wie möglich. Das ist natürlich nicht, wie viele Diablo-Spieler spielen. Ich richte mich hier nur an einen Teil der Zielgruppe, ist mir bewusst. Sehr viele Leute werden bei Diablo einfach sagen, durch die Story, die ist was, wo ich so schnell wie möglich durchkommen muss, um zum effizienten Grind zu kommen. Und so habe ich es beim ersten Durchlauf auch gemacht. Wenn du die Story einfach stringent durchballerst, hast du am Ende vielleicht die halbe Karte aufgedeckt und extrem viele Quests noch nicht gemacht. Ich finde aber, die Story leidet dann darunter. Wenn du ein Story- und Weltgenießer bist, der auch tiefer in die Lore eintauchen will, dem die Handlung des Spiels wichtig ist. Ja, bei einem Hack and Slay, ich weiß, aber ich mag die Welt und die Lore von Diablo. Ich habe sie immer gemocht und habe meinen ersten Kampagnendurchlauf immer sehr genossen. Ich mache jetzt gerade meinen zweiten, während ich so ein bisschen darauf warte, dass für meinen Endgame-Totenbeschwörer die Leichenexplosion mit Schattenschaden gefixt wird. Und merke, dass es mir viel mehr Spaß macht, derweil noch die Welt in mich aufzusaugen. Also wirklich so einen 100% Durchlauf zu machen. Der zweite Akt ist ein gutes Beispiel. Wenn du nur die Hauptstory machst, wird sehr viel von Astaroth und der Hintergrundgeschichte irgendwie in der Hauptstory geredet. Aber du kriegst nie wirklich ein volles Bild davon, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und was der Kontext des Ganzen ist und wer diese Helden waren wirklich. Wenn du aber die Welt erkundest und alle Nebenquests machst, dann zeigt dir das Spiel sehr ausführlich ein Bild, wie die Region Skosglen gezeichnet wurde in ihrer Hintergrundgeschichte, wie dort in den verschiedensten Dörfern der Konflikt zwischen den alten Druidenwegen und der neuen Kirche sich manifestiert und wie verschiedene Bewohner dazu unterschiedliche Ansichten haben, was ja wiederum auch die Hauptstory informiert. Es gibt einige richtig schöne Questketten, die kleine Geschichten von einzelnen Menschen in dieser harten Welt erzählen. Eins meiner Highlights war zum Beispiel die ganze Questkette um das Gasthaus, die fette Gans. Keine Spoiler jetzt, wenn ihr sie gespielt habt, werdet ihr es wissen, war eine sehr schöne Quest. Der erste Akt hat auch solche, die Exorzismen-Nebenquestline mit Schwester Octavia zum Beispiel. Diese Quests bereichern dein Erleben der Hauptstory meiner Meinung nach massiv und ich würde sogar sagen, manche Akte sind gar nicht mal wirklich gut von der Story her, bis du die ganzen Nebenquests machst. Aber das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du ziemlich stringent durch die Story ballerst und den ganzen Nebenkram erst danach machst, wo er viel weniger wirkt. Er gibt dir immer noch dann retroaktiv diesen Kontext, aber das hat viel weniger Effekt, finde ich, als wenn du es gleichzeitig erlebst und es sich gegenseitig befeuert. Aber wenn du allen Nebenkram machst, bist du am Ende von Akt 1 schon Level 40. Weltstufe 2 geht nur bis Stufe 50. Das erreichst du dann irgendwann zwischen Akt 2 und 3 und ab da skaliert dann der Großteil der Welt nicht mehr mit. Manches schon noch, aber die meisten Monster nicht mehr. Also Stützpunkte zum Beispiel, die skalieren noch weiter hoch. Aber im Großteil hält dann der Schwierigkeitsgrad und aber auch die Belohnungen auf Level 50 an, bis du die Story durchgespielt hast, was dann ja noch 3 bis 4 Akte dauern kann. Nun ist mir natürlich bewusst, wer einen 100% Story-Genießer-Durchlauf macht. Das ist nicht der klassische Effizienzspieler. Also man macht das ja auch in dem Wissen, ich maximiere hier jetzt nicht gerade meinen schnellsten Weg ins Endgame. Logisch. Aber ich finde trotzdem, das Spiel sollte doch, also ein Open-World-Diablo sollte doch nicht so ausgelegt sein, dass der Kern-Diablo-Motivationsfaktor, stetig meinen Charakter zu verbessern und Upgrades zu finden. Auch wenn es vielleicht ein bisschen langsamer ist als natürlich in Nightmare Dungeons am Ende und sowas, aber trotzdem, dass das zumindest irgendwie noch mich weiter motiviert, dass das nicht komplett wegfällt, wenn ich das Open-World-Diablo wirklich als Open-World-Diablo spiele und die gesamte Open-World mitnehmen will. Ich finde es total schade, dass das so widersinnig gestaltet ist, weil, wie gesagt, was Blizzard da gebaut hat, ist richtig schön, nicht alles. Geht mir weg mit Emote-Nebenquests, ne? Nein,
Aber gebt mir Nebenquests, die sich durch Stützpunkte ergeben, wo dann du befreist einen Stützpunkt, einen Druidenstützpunkt in Akt 2 und es eröffnet sich eine komplette Kette an Nebenquests, wo du hilfst, den wieder aufzubauen. Das ist total cool, total schön. Du hast sogar ein bisschen das Gefühl, du veränderst ein wenig diese Welt. Du hast Einfluss drauf. Du lernst ihre Bewohner kennen. Mehr als es je ein Diablo gemacht hat. Also, wie gesagt, das hier ist auch ein Lob an Blizzard. Was ich nur so schade finde, ist, dass sie ihren eigenen Inhalt, in den offensichtlich sehr viel Liebe geflossen ist, dann degradieren, dass er für jeden Spielertypen ein komischer Grind wird. Egal, ob du jetzt Effizienzspieler bist oder voll 100% Story- und Weltgenießer. Ich würde auch mal behaupten, die meisten Leute sind irgendwas dazwischen, ehrlich gesagt. Ich ja auch. Und ich finde eben gerade, aber gerade das Dazwischen wird so wenig bedient. Denn für die Hardcore-Season-Grinder sind die Nebenquests auch irgendwie doof ins Spiel integriert, weil wir inzwischen wissen, nach aktuellem Stand, du brauchst ja zumindest ein paar Nebenquests für maximales Ruflevel. Und das wird nicht in die Season übernommen. Was übernommen wird, sind deine entdeckten Lilith-Altare und deine erkundeten Gebiete. Alles andere musst du nochmal machen. Das heißt, du wirst nach aktuellem Stand vermutlich diese Nebenquests, zumindest ein paar davon, nicht alle, brauchst nicht alle, aber du brauchst ein paar davon, jede Season nochmal machen müssen. Und dann sind sie ja komplett von jeder Form von Genuss weg. Und dafür sind sie wiederum auch nicht ausgelegt. Dafür haben sie spielmechanisch viel zu wenig Belohnung und Wiederspielwert, dass das Spaß machen wird, jede Season nochmal welche zu machen. Also überhaupt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt auch, das wird nicht haltbar sein. Sie werden da irgendwelche Wege finden müssen, dass Spieler das nicht jedes Mal neu machen müssen, weil das wird Leuten keinen Spaß machen. Da gehen Leute zum Teil jetzt schon auf die Barrikaden. Ich finde, man kann ihnen durchaus Zeit geben, einen besseren Weg zu finden. Also ich bin nicht jetzt schon super wütend oder sowas, aber nie im Leben werden wir Season nach Season Bock haben, diese gleichen Nebenquests nochmal abzufarmen. Ich würde sie aber gern beim ersten Mal maximal genießen. Und das ist nicht, sie irgendwann nach der Story zu spielen, sondern sie im Kontext der Story zu spielen und diese Welt aus einem Guss als ein Gesamtkunstwerk zu erleben. Wie gesagt, auch dann, Story und Quests sind nicht perfekt. Es gibt gute und schlechte Momente, wie in den meisten Spielen. Aber da steckt viel Schönes drin. Und die Lösung wäre ja auch einfach. Gebt uns einfach Weltstufe 3, wenn wir Level 50 erreicht haben. Egal, wie wir das machen. Lasst uns doch spielen, wie wir wollen. Mir ist klar, aktuell ist der Weg in Weltstufe 3 an etwas gekoppelt, das mit der Story zu tun hat. Also es würde nicht einfach so funktionieren. Aber es ließe sich, glaube ich, einen Weg finden. Also es wäre jetzt kein Hexenwerk, dem Spieler Weltstufe 3 zugänglich zu machen, wenn er Level 50 erreicht hat, egal ob er da gerade noch in Akt 2 rumeiert oder ob er die Story schon durchgeballert hat. Gerade so ein Open-World-Spiel, wo du auch so frei ja entscheiden kannst, was du machen willst, ne? Farmst du erstmal, entdeckst du erstmal alles und kannst auch alles aufdecken, bevor du die Story je machst. Das geht genauso. Lass doch Leute so spielen, wie sie Bock haben. Und ich glaube übrigens auch, dass das, mir ist bewusst, für manche Leute rede ich, glaube ich, gerade komplett am Sinn von Diablo vorbei. Ne? Was redest du denn? Das ist doch, wir sind doch alle schnell im Endgame und dann ist es doch eh egal. Und was redest du von Story? Verstehe ich. Aber Blizzard selbst hat neulich in einem Livestream gesagt, die Mehrheit der Spieler hat jetzt noch nicht die Kampagne durch. Also ich glaube, die Mehrheit der Spieler sind durchaus, das ist oft eine Mehrheit, die man nicht ganz so wahrnimmt. Und ich sage noch damit nicht, ne? So ein Spiel muss für alle Spieler funktionieren. Ein Spiel wie Diablo muss für Kampagnengenießer wie für Hardcore-Endgame-Race-Grinder gleichermaßen funktionieren. Und es ist ein schwieriger Spagat. Aber es gibt eben auch diesen Spielertyp, der, glaube ich, sich seine Zeit nehmen will, die Story und die Welt zu genießen. Und es ist ein bisschen schade, dass dem dann so gesagt wird, darauf ist das Spiel eigentlich gar nicht so ausgelegt. Wir wollen, dass du schnell durch die Story gehst, weil sonst legen wir dir diese Sperre in den Weg, dass du ab Level 50 immer langsameren Fortschritt und weniger motivierende Belohnungen bekommst. Also Blizzard, ne, einfache Lösung. Gebt uns Weltstufe 3, wenn wir 50 sind. Ist in dem Fall auch lieb gemeinte Kritik. Ich will ja nur die coolen Inhalte in eurem Spiel besser genießen können und habe auch sehr viel Lob für die übrig. Aber das ist aktuell für mich einer der widersinnigsten Aspekte von Diablo 4, lustigerweise, weil ich das Gefühl habe, das Spiel steht sich hier unnötigerweise selbst im Weg. Und ich würde auch mir wünschen, dass Seasons, und das wissen wir noch nicht, vielleicht wird das sogar so sein, später neue Wege geben, den das Gebietsansehen zu farmen, das nicht beinhaltet, die gleichen Nebenquests immer wieder zu machen. Es wird ja neue Season-Quests vermutlich geben in irgendeiner Form. Wir wissen noch nicht, wie umfangreich die werden. Es wird neue Season-Aktivitäten geben. Vielleicht ist es sogar schon geplant,
dass wir über die Ruf bekommen können und wir machen uns aktuell viel zu viel Sorgen und es wird gar nicht so ein schlimmer Grind, wie wir befürchten. Fände ich sehr cool, Blizzard, hier, das sind so meine Ideen, gerade was den Ruf-Grind und das Story-Durchspielen angeht. Es gibt genug andere Sachen in Diablo 4, die natürlich auch noch Arbeit bedürfen. Von Quality of Life, wie bitte ne, Edelsteine nicht im Inventar teleportieren zu Nightmare Dungeons. Da arbeiten sie auch dran. Finde ich auch cool. Es gibt im Endgame offenbaren sich mehr und mehr Balancing-Probleme und auch teilweise einfach Sachen, die nicht funktionieren. Gewisse Stats, ne, wir haben es gehört von Armor versus Resistances. Durchaus zum Glück Dinge, die auf Blizzards Radar sind. Ich wollte dieses Video machen, weil ich über die Story-Durchspiel-Geschichte bislang noch wenig Diskussionen gesehen habe und auch Blizzard das in ihrem Livestream nicht adressiert hat. Und ich fand, das wird ein wenig übersehen, obwohl es ein Problem ist für, glaube ich, eine ganze Gruppe an Spielern. Schade daran ist natürlich, dass das etwas ist, was relativ bald passieren müsste oder sonst auch irgendwie dann irgendwann egal ist, weil irgendwann haben dann die meisten auch die Story durch und du erlebst sie halt zum ersten Mal nur einmal und ich hätte es cool gefunden, wenn das dieser maximale Genießerdurchlauf hätte sein können, ohne Steine im Weg. Ich spiele den jetzt trotzdem mal weiter, obwohl ich auf dem Holzweg bin und natürlich farmen derweil auch weiter Necromancer Endgame und bin gespannt, wie sich Diablo 4 verbessert derweil. Was sind eure Wünsche für das Spiel? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden noblen Abonnenten, denn weiterhin sitze ich hier völlig baff, wie dieser Kanal durch die Decke geht. Wir haben jetzt schon 1 Million Abrufe überschritten. Ich bin völlig platt. Ich kann mich gar nicht genug bedanken. Vielen Dank euch. Ihr seid ein tolles Publikum und ich sage bis zum nächsten Video.